Und damit herzlich willkommen zu Folge 11, reine Nervensache, der Podcast. Eigentlich sollten wir es lieber von Lena anmoderieren lassen, oder? Reine Nervensache, der Podcast mit Stefan und Martin. Hallo Martin. Hallo Stefan. Martin, ganz wichtig, riesengroßes Ausrufezeichen. Welche Farbe hat denn heute dein Gefühl? Pink. Oh, warum pink? Weil heute eine Schnapszahl ist. Wir sind in Ausgabe 11. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und ich habe mir den ganzen Tag darüber Gedanken gemacht, was ich dir heute für einen Schnaps für die Schnapszahl anbiete. Oh. Und den einzigen, den ich gefunden habe, der war pink. Das ist aber nicht der, den wir schon in Folge 8 oder so... Ja, für alle, die gut aufgepasst haben, das ist der, der sich mit nichts mischen ließ, nicht mal mit Wasser. Und der alleine nach nichts schmeckte, hast du, glaube ich, gesagt. Genau. So, möchtest du schon mal einen nehmen? Ich habe zwei gemacht. Sehr ungern. Ich komme kaum ran. So, also heute Schnapszahl. Und warum es einen zweiten gibt, das erklären wir später. Auf Prost. Dich? Nein, auf dich. Ach so. Auf mich. Mm. Das ist schmeckt. Also pur ist das gar nicht so schlimm. Das schmeckt überraschend wenig nach Schnaps. Ja, genau. Und mehr nach Chemie. Die Lampe war übrigens ausgerichtet. Zwischen warum? Grille und Fahne. Oh, dann stelle ich es wieder zurück. Das war zu weit. Du willst jetzt also allen, die nur zuhören, sagen, wir sind erstens irgendwo, wo ein Grill stehen kann und eine Fahne. Wir sind also wieder draußen. Die Fahne kommt vom Schnaps. Das, ja, dann würde sie aber hier wirklich mittig stehen müssen, wenn sie da ausgerichtet ist. Wir sind draußen. Herzlich willkommen im Sommer. Genau, es ist nämlich Sommer, haben wir festgestellt. Und das, ich habe zu dir gesagt, zieh dir was Sommerliches an und es ist ein schwarzes Shirt für alle, die uns nur hören. Es ist ein T-Shirt. Was zieht man denn Sommerliches an? Hätte ich einen Tanktop anziehen sollen? Und bloß, weil da Esprit draufsteht, ist das noch lange nicht drin. Aber ich habe das noch in der jugendlichen Esprit-Variante, weil es gibt dann auch Esprit. Also ist das 20 Jahre alt. Richtig groß draufstehend, so für die Mutti, die gern mal zum Konzert geht. Ach so. Die sich mal ein Wochenende freischaufelt. Da juckt mir gleich die Nase. Das macht ja nichts. Ich wollte dir heute fast Nasenspray kaufen. Ich war heute in der Apotheke. Warum das denn? Brauche ich doch gar nicht. Ja, ich weiß. Aber ich war in der Apotheke. Kann man mal da haben. Genau. Und dachte, was könnte ich dem Martin mitbringen? Aha. Und Bitte die Apothekenumschau. Das ist, die Apothekenumschau ist ja auch dein Freund fürs Leben. Mhm. Aber dein eigentlicher Freund fürs Leben bin natürlich ich. Und für alle, die gut aufgepasst haben, ich war im Urlaub. Ach was. Und ich wollte es mir eigentlich bis zum Ende aufheben, aber Martin, ich habe dir was mitgebracht. Ach, schön. Ja. Die Queen. Du musst, ja, ich hole sie kurz. Genau. Lizzie. So, du müsstest mal kurz zwischenmoderieren. Ich hab's im Auto. Ach so, schön. Na, dann würde ich kurz erzählen, dass ich nicht im Urlaub war. Und das wäre der Moment, wo jetzt alle traurig sind, denn leider bin ich erkrankt und war nicht transportfähig. Deswegen musste ich dann leider im Bett liegen bleiben und habe dann mal so ein wenig ausgespannt. Ich wollte dich noch fragen, ob du im Urlaub warst. Ja. Eigentlich war da was geplant. Naja, der Körper war dagegen. Tja, das Fleisch ist müde. Ich habe es dann ausgelegen, das Thema. So, jetzt mach's nicht so spannend. Martin, ich weiß natürlich, dass du ein großer... Ich war ja in London. Mhm. Und was könnte man Schöneres aus London mitbringen? Bei Lilibet. Guck mal. Oh. Das habe ich das, extra... Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich mich beim Geschenk wirklich freue. So? Ich lasse jetzt mal diesen wunderschönen Alex Pitchens Beutel sinken. Mm. Ein Fine China Mug. Genau. Heißt es jetzt, dass er aus China kommt, oder? Nein, China heißt Porzellan. Ach so, okay. Mug heißt Tasse. Mit der Queen obendrauf. Richtig. Und zwar nicht irgendwie Queen, das gibt's natürlich wie Sand am Meer, sondern anlässlich des Jubiläums. Oh, so. Stefan. So also, sieht's für mich aus. Hast du jetzt versucht, alles wieder gut zu machen? Ja. Nein. Aber trotzdem vielen Dank. Das ist sehr schön. Ich würde dann vielleicht, denn das ist ja bestimmt auch in China gespült worden, oder? Ordentlich? Ich wollte gerade sagen, vielleicht spätestens in London wurde es bestimmt nochmal gespült. Ich habe extra eine eingepackte genommen. Ach, Her Majesty. Me. Siehste? Her Majesty you. Und zum, also ich finde, das ist, weil das ist auch. Also das ist absolut auch mal würdig, meiner. Ja, genau, weil das kommt auch aus dem aktuellen Jahr und die hat ja 70-jähriges Thronjubiläum und das war ja hier Thema und so. Sehr schön. Da freue ich mich wirklich sehr. Siehst also du? Das schaffen selten Menschen. Und also eigentlich mit jedem Geschenk, aber so richtig. Da würde ich doch glatt mal meinen Champagner in meinen Becher kippen. Das kannst du gern machen. Ich wollte es bis zum Ende aufheben, aber siehst du, jetzt kannst du das... Ach, guck mal, das ist doch... Jetzt ist da was Gutes drin und was Gutes dran. Warte, ich komme gleich wieder. Standesgemäß. Absolut standesgemäß. Also das freut mich, dass dich das freut.
dafür habe ich es gemacht und ich dachte irgendwie auch, ja, du bist ja so ein bisschen Royal-affin. Ja, sehr schön. Ich möchte mal gucken, wie Champagner aus der Queen schmeckt. Und damit sind wir beim... oh Gott. Oh, damit sind wir beim Getränk. Was haben wir? Also Schnaps wegen Schnaps da, verstehe ich? Genau, und es ist ja quasi die Sommer... Anfangs- und damit Ausklangsfolge, weiß ich nicht, können wir das sagen? Das müssen wir dann noch irgendwie... Ja, also auf jeden Fall ein besonderer Anlass. Ja. Vielleicht sehen wir uns, Gott sei Dank, weil ich ja nicht. Und deswegen dachte ich, gibt's einen guten Rosé-Champagner, der irgendwie orange aussieht. Aber es kann auch am sehr warmen Licht liegen. Aber du hast doch noch was drin, oder? Ja, Eis. Also. Kling. So. Die Tasse klang besser als das Glas. Das ist ja auch eine China Mug aus London. Schmeckt ein bisschen alt. So ein bisschen nach Affenpocken. Ja, Großstadt. Schön. Alles schmeckt besser aus der Queen. Ja, absolut. Wer hätte gedacht, dass sie noch so frisch ist? Ja, die war ja tatsächlich, das ist, muss ich sagen, achso, ich koste das mal, das war ja in London tatsächlich der Fall, die Feierlichkeiten waren in großem Gange, im Gange. Und wir wussten das aber nicht. Also wir wussten, dass das stattfindet und dachten aber laut Internetrecherche, dass die ganzen Paraden und großen Feste und was, dass die alle schon waren. Das war ja auf den Tag 2.7., glaube ich. Ja. Und dann dachten wir, das ist alles vorbei. War es aber gar nicht. Und dann sind wir da auf der Mall lang gelaufen. Das ist die große Straße, die zum Buckingham Palace führt. Und die war komplett gesperrt und überall hingen LED-Screens und große Delay, also Lautsprecher, die auch nach hinten den Ton bringen. Und wir sitzen übrigens wieder draußen. Stimmt. Falls noch jemand nicht mitbekommen hat. Beim letzten Mal habe ich festgestellt, man hört das gar nicht. Wir sagen immer, wir sitzen draußen, hier kommt ein SUV und man hat es kaum gehört. Genau, aber wir hören das tatsächlich, dass hier Autos langfahren. Ja, ganz schön dolle. Also jedenfalls war da irgendwie ganz viel und die Leute ströbten dahin und wir wussten aber nicht, was ist. Internetrecherche hat auch nichts ergeben und dann habe ich einen Ordner angesprochen. A Folder. Ich habe gerade irgendwas überlegt in die Richtung, aber ich kam nicht so schnell drauf. Auf Englisch. Und der hat gesagt, naja, hier ist ein Konzert heute. Ihr wart bei dem Konzert. Und dann, so. Und boah, dann, ey, also ein bisschen hassen tue ich dich ja jetzt schon. Und dann stellen wir fest, dass abends, also wir sind dann ins Hotel zurück nach irgendwie 20.000 Schritten. Können wir aufhören, darüber zu reden, da wäre ich jetzt wirklich traurig. Und dann habe ich nochmal gegoogelt, was da gerade stattfindet, weil da waren 100.000 Leute und da waren alle. Und Alicia Keys. Ja, alle. Und Elton John. Und hier, der Baby Jane gesungen hat. Rod Stewart. So. Das ist eine absolute Frechheit. Das ist irre. Also. So, da kannst du deine Tasse, das reicht jetzt aber nicht als Entschuldigung. Ja, also wir waren auch nicht da, aber wir saßen im Hotel und hatten aber Blick da drauf. Also das Schöne war, du hast im Fernsehen... Und ich lag übrigens krank zu Hause und nicht im Süden. Jetzt unterbrich mich da nicht ständig. Du hast also im Fernsehen, hast du das Feuerwerk gesehen, hast du aus dem Fenster geguckt und hast es auch gesehen. Schön. Das war cool. Ich hab's auch im Fernsehen gesehen. Ja, und dann war uns das aber zu viel Trubel, dann sind wir in die Lobby gegangen und haben was getrunken. Ach so. Ja, völlig verständlich. Na schön, dass du diesen besonderen Moment miterleben durftest. Ja, jedenfalls dachte ich, also dieses nehme ich zum Anlass, dir ein besonderes Geschenk mitzubringen. Das macht die anderen Geschenke wieder wett, die es da so gab. Was habe ich dir denn schon mal geschenkt? Ja, genau, denk mal drüber nach. Mit deinem Gedächtnis würde ich gerade... Ja, nee, denk du mal drüber nach. Es ist auf jeden Fall nicht so gut in Erinnerung geblieben. Stefan, dein Kind. Das muss. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Jeremiah Robinson. Aha, na gut. Ist ja schön, dass es auch noch Menschen gibt auf der Welt. So, wir haben die wichtigsten Fragen beantwortet. Und du hast schon angesprochen, irgendwie sehen wir uns jetzt im Sommer wahrscheinlich erstmal eine Weile nicht. Also wir werden uns wahrscheinlich öfter sehen, als uns lieb ist. Ja. Aber podcastmäßig. Denn wir sehen uns nicht. Also die jetzt gerade zuschauen. Stimmt. Die sehen uns nicht. Aber auch die Zuhörer hören uns nicht. Ja. Denn wir gehen in eine Sommerpause. Mhm. Und die beginnt quasi nächste Woche. Und endet, mal gucken. Wir haben jetzt 2022. Wir müssen tatsächlich mal schauen, wie und wann die Sommerpause endet, denn... Vielleicht gibt es ja auch ein Sommerspezial zwischendrin. Stimmt. Also man sollte jede Woche mal reingucken. Also, ja, finde ich auch. Und dann wäre das aber so ein bisschen die Badehose für die Ohren. Dass man einfach Jetzt muss ich gerade an dich und Badehose denken. Nee, das empfehle ich dir definitiv nicht, diesen Gedanken. Da muss ich noch mal einen kurzen Schluck aus meiner Queen nehmen. Was ich vorhin noch sagen wollte, wir haben natürlich die Frage, welche Farbe hat dein Gefühl in den letzten zwei Folgen unglaublich vernachlässigt und nicht gestellt, woraufhin uns unsere liebe Zuhörerin Anne schrieb und sagte, ihr innerer Monk hat schon keine Haare mehr, weil es jedes Mal, wenn die Folge anfängt und wir vergessen, die Folge damit zu eröffnen, zu fragen, welche Farbe hat dein Gefühl, dann zuckt so ihr rechtes Auge. Ach so, so wie deins immer. Genau. Also meins ist heute pink und deins? Mein Gefühl ist grün. So eine Mischung aus Vorfreude auf den Sommer. Und
Trauer, dass der Frühling schon vorbei ist. Ach was. So. Das ist sehr poetisch. Ja. Und eigentlich nur, weil das Glas grün. Also ich habe mich auf. Du hast auf das Glas geguckt und dann überlegt, wie komme ich jetzt auf die Nummer hier mit grün und so. Richtig. Und habe mich da weiter. Naja, schön. Weiterhin. Aber Anne war nicht die Einzige, die uns geschrieben hat. Ach was. Wir haben nämlich noch mehr Feedback. Auch der zweite bekommen. Zuhörer. Ja, das ist, das kommt. Marco. Marco hat tatsächlich auch geschrieben. Schön. Und du wirst es dir vorstellen, auch Birgit hat geschrieben. Wer ist denn Birgit? Birgit war, na, ich bitte dich. Birgit ist die, die die tollen E-Mail-Betreffs. Ach so, ich dachte, was hast du denn mit unserer Reinigungsfachkraft zu tun? Naja, also Neid. Wischst du jetzt bei dir auch mal für euch durch? Zum einen Neid auf euch und, also, Marco hat geschrieben. Mhm. Na los. Einmal ein paar Sachen, die ich weglasse, weil da redet er über eure letzte Begegnung, weil du hast ja, er ist im. Das klingt aber auch so falsch. Er ist im Servicebereich Kontrollgremium. Irgendwie so. Er hat das aufgelöst, was er ist. Genau, aber ist doch gut umschrieben. Es ist wunderbar umschrieben. Und da er es selber aufgelöst hat, finde ich, können wir es auch mit auflösen. Also, er ist Zugbegleiter. Landläufig Schaffner. Ach so. Genannt. So. Aber da die ja nicht mehr schaffen. Da die nicht mehr alles schaffen, das ist super, heißen sie jetzt Zugbegleiter oder Zugführer. Nee, das ist der Fahrer. Nee, das ist der Lokführer. Ach, stimmt, das tatsächlich. Mein Schwiegervater ist nämlich inzwischen im Ruhestand. Und ist war, er nicht das, war das mal? Gärtner? Nee, das ist mein Vater. Ach so, aber mein, ist die Familie groß. Jawohl, aber mein Schwiegervater war tatsächlich Zugführer. Weil der ist. Aber das sagt man ja heute nicht mehr. Das stimmt. Apropos, was man heute nicht mehr sagt. Zum Beispiel, hallo Kevin. Hallo Kevin, schön, dass wir es einrichten konnten. Eine halbe Stunde, nachdem wir hier schon... Komm doch ruhig hier rum. Ja. Was sind denn das da für moderne, kleine, weiße Kopfhörer in deiner Hand? Da muss ich dir eine Geschichte erzählen. Ich dir auch. Apropos moderne, weiße Kopfhörer. Okay, also jedenfalls, Marco hat... Warte, ich muss mir das aufschreiben, sonst vergesse ich das. Das war Ohrhörer. Bloß kurz, um das zuzumachen. Also wenn es jetzt an der Kamera ein bisschen wackelt, der Kevin... Der fummelt jetzt darum. Der kommt her und fummelt an der Kamera rum. Und guckt vor allem... Guck mal, Kevin, ich habe eine tolle Tasse geschenkt bekommen. Ich trinke jetzt die Queen. Also... Aus der Queen. Aber das ist doch so... Der Rosé-Sekt ist nicht so richtig Rosé. Das sieht auch ein bisschen aus wie die Queen... Es ist mehr orange. ...früh morgens orange bei der... Nach der Tour. Ach, egal. Naja. Also, Marco war in Senftenberg, in Cottbus im Tierpark und hat da Senftenberg mit MPF gelesen. Hä? Ja, er hat mir auch ein Bild geschickt, was inzwischen nicht mehr verfügbar ist. Nicht nachvollziehen. Und es stand wirklich Senftenberg da? Es stand da wohl wirklich Senftenberg mit MPF. Ob das jetzt wegen uns war? Ich glaube ja. Ich glaube auch. Das ist übrigens auch der Inhalt der E-Mail von Birgit gewesen. Ach was. Die schrieb, besser spät als gar nicht. Aha. Und sagte, sie hat liebe Grüße aus Lauchhammer und Senf und schickte uns das Bild von dem Graffiti. Ach so, was wir schon vor 3 Monaten aufgelöst haben. Die erste Folge, also Folge 1. Ja. Okay. Das ist so ein bisschen heute so ein kleiner Erinnerungsepisode. Wir blicken zurück auf 10 wunderschöne Episoden und die erste. Ach was. So, in der ersten Episode hatte ich übrigens noch AirPods. Darf man das sagen? Also, ja, darfst du sagen. Hier ist es okay. Kabellose Kopfhörer. Also hier so kleine Dinger, die man sich ins Ohr steckt. Ja. Für alle, die das nicht kennen. Mhm. So, und witzigerweise habe ich die mal im Auto. Mhm. Das liegt daran, dass mein Auto bei 200 km/h so laut ist, ja, aufgrund des Stoffverdeckes, dass ich mir dann die Kopfhörer reinmache, weil die haben eine Umgebungsunterdrückung. Ja, also hast du die ganz guten, die Pro. Ja, genau. Mhm. Da ist dann dieses Brummen und Rauschen weg und man kann wunderbar Musik hören. Und es ist aber auch zum Beispiel, sagen wir mal, das Andreas-Horn, oder wie heißt das? Genau, man hört nichts. Zufällig. Also das mache ich natürlich nicht, falls die Polizei zuhört. Nur auf dem Parkplatz, wenn das Auto abgeschlossen ist. Richtig. So, auf jeden Fall habe ich diese Dinger da halt im Auto liegen. Ja. Und neulich wollte ich die aufsetzen und machte diese, die sind in so einer kleinen Schachtel, die man so aufklappt, wo die so passgenau drin sitzen. Ja. Und es war noch einer da. Immerhin. Also rechts höre ich noch ganz gut. Links aktuell gar nicht. Das ist jetzt, ich sag mal, das ist schlecht für den Effekt der Geräuschunterdrückung, oder? So, und dann dachte ich so, okay, ich hatte sie ja quasi in der Jackentasche und bin jetzt gerade ins Auto eingestiegen. Und die Klappe, es ist eine Alarmanlage jetzt im Hintergrund, oder? Ja, aber ist ein bisschen entfernt. Ach so, okay. So, auf jeden Fall hatte ich die in der Tasche und wollte die halt ins Auto packen und es fehlte einer. Und dachte ich so, gut, wird mir vielleicht beim in die Tasche greifen aus der Tasche gefallen sein. Und habe dann im Dunkeln so gefühlt 5 Minuten meinen Parkplatz dort abgesucht, wo das Auto stand, bis ich dann feststellte, dass auf dem Balkon nebenan noch jemand rauchte. Der dachte wahrscheinlich auch, okay, was sucht denn der jetzt da? Naja, egal. Gute Nachricht, ich habe es nicht gefunden. Mhm.
Und lag ich abends im Bett und war wirklich sehr enttäuscht und habe dann gedacht, okay, man kann doch sein Telefon über sein Telefon suchen, man kann sein iPad über sein Telefon suchen, vielleicht ja auch die Kopfhörer. Ja. Geht. Ja. So. Aber doch nur das Ladecase, oder nicht? Nee, bei den Pros geht das auch auf beide. Ach was. So, und ich würde dir das kurz zeigen, damit du meine missliche Lage verstehst. Also für alle, während du suchst, für alle, die das nicht kennen, also egal, ob das diese kleinen Mini-GPS-Empfänger sind oder eben jetzt diese Kopfhörer, da steht dann immer da, befindet sich entweder auf XY-Straße in Ort sowieso oder da steht, wenn man in der Nähe ist, 200 Meter nach geradeaus und dann leicht links und dann nur noch 50 Meter und jetzt sind sie da. Also das ist so eine richtige, wie so ein kleines, wie heißt das, Geocaching. Ich finde es halt auch nicht. So, aber ich habe es Kevin geschickt. Genau, die App heißt Wo ist's? Und dann habe ich ihm das geschickt. Das habe ich ihm gezeigt, es ist weg. So, auf jeden Fall musst du dir vorstellen, du siehst diese Karte, ja. wo man so alles sieht. Und dann sieht man auch meinen Wohnstandort unten. Mhm. Und dann so gefühlt 100 Kilometer weiter nördlich an einem See wurde vor einer Woche zuletzt der linke Kopfhörer gesehen. Und da bist du auch selber gewesen? Oder? Um 0.37 Uhr. Okay, aber da bist du selber gewesen. Da bin ich tatsächlich selber gewesen. Da verschlammt. Wenn man das so nennen möchte. Also Schlamm, jetzt von Schlamm? Hä? Nee, von Schlamm. Ach so, okay. Also tatsächlich, es kommt von Verschlampen, also von Schlampe und Unordnung. Genau, ja. Ach so, aus der Richtung. Ja. Naja, auf jeden Fall liegt das jetzt da irgendwo an einem See. Okay, cool. Kostet ja nichts. Ja, hat sich gelohnt. Ich habe witzigerweise ganz lange bin ich um dieses Produkt ringsrum gelaufen und habe immer wieder gesagt, ach Quatsch, brauchst du nicht. Und einmal im Jahr, wenn du irgendwie mit dem Flugzeug unterwegs bist und so, dann brauchst du die nicht. Und auf dem Rückweg von London war ich dann einen Moment lang schwach und habe mir auch dann noch am Flughafen, da wo es besonders wenig kostet, ja. Da habe ich dann zugegriffen und habe mich aber gegen die Pro und für die Dreier. Ja, das war eine Fehlentscheidung. Nö. Oh, die Alarmanlage ist aus. Ich finde eigentlich, ist es für mein seltenes Benutzungsprofil reichen die völlig. Also wir duellieren uns heute auch in Rhetorik. Ist ja schon aufgefallen. Ist das so? Naja, es ist nicht so richtig gut. Aber ich hatte heute noch eine Erfolgsmeldung, oder habe ich jetzt zu verkünden. Ja. Ich habe heute das erste Mal, glaube ich, seit Jahren, also seit 2 Jahren, so lange wie wir das schon machen, Meldung 1 bis 4 in den Nachrichten fehlerfrei durchgelesen. Im ersten Take? Im ersten Take. Wow. Respekt. Also ich habe das ja selber schon mal machen dürfen. Mhm. Und deswegen kann ich dir sagen, Respekt, um mit Ali G zu sprechen, das hast du... Habe ich sehr gut gemacht. Und es war noch eine ganz tolle Meldung drin. Vielleicht schauen alle nochmal in die Nachrichten vom 14. Juni. Steht auch hier ganz oben. 10:24 Uhr, der Tag. Da geht es um eine Kooperation zweier Krankenhäuser und Fachbereiche. Ja. Und da waren erstmal so ganz tolle Namen drin, 3 an der Zahl und dann aber auch so 10 Fachbereiche und 3 Spezialkliniken. Ui, also so. War auch ein bisschen advanced. Mhm. Cool. Und mein lieber Kollege, der Kenntnis, meinte so, naja, musst du mal schauen, hast du das mal vorher durchgelesen? Okay, da wusstest du schon, was auf dich zukommt. Ja. Du hast gesagt so. Na, jetzt aber. Cool. Und wo bin ich hängen geblieben bei den Polizeimeldungen? Shit. Mhm. Naja. Aber bis dahin war es ein Lauf. So, deswegen bin ich heute auch ausgeredet, was gute Sachen angeht. Sehr gut, das finde ich in Ordnung. Du hast vorhin erwähnt, hinter uns steht ein Grill. Ja, da ist ja Sommer. Richtig, und da ist so Grillsaison. Wir haben beim letzten Mal schon erwähnt, da war es ein bisschen später, auch schon dunkel. Auch da habe ich Feedback bekommen, dass man uns angehört hat. Wieso ist denn die Lampe aus? Höchstwahrscheinlich aufgrund des Ladestandes des Akkumulators. Ja, dann, okay. Naja. Liebe Grüße. Übrigens an Lena. Lena, alles Gute. Unsere Lampe für den Sommer. Unsere Lampe heißt ja auch Lena. Genau. In Anlehnung. Naja, jedenfalls habe ich Feedback bekommen, wir hätten sehr müde geklungen. Ach was. Bereits ab Anfang. Bei der letzten Folge. Ja, und bei der vorletzten. Da sollte man sich auch mal meine Körperhaltung angucken. Also heute habe ich ja noch so ein bisschen Körperspannung, aber die letzte Folge saß ich gefühlt so da. So mit der Nase mal am Mikrofon. Apropos Soda, doch mal darauf einen Schluck Wasser. Ja. Das Lauwarme. Richtig. Also warum ich den Grill anspreche, wir haben nämlich ein weiteres Feedback von einem ZuhörerInnen bekommen und das war der Basti. Und der Basti gab folgenden Tipp an dich, Martin, in Bezug auf Grillen. Mm. Und zwar Teflon-Grillmatten. Kenne ich. Wären super, würden ganz leicht zu reinigen gehen, kosten nichts und ändert nichts an Grillzeit oder gar Qualität.
weil ich mir bei der Zeit gerade nicht so sicher bin, ob er das geschrieben hat. Also Zeit müsste wahrscheinlich ein bisschen, es müsste länger dauern, aber ich finde, es wird nicht richtig kross, das Fleisch. Es ist tatsächlich immer so ein bisschen labberig, die Hülle. Ja, da weiß ich, was du, das hatten wir, glaube ich, bei dem Thema Sandwiches, dass wir gesagt haben, genau, nicht dreckig durch Backpapier, aber du hast gesagt, das muss ja einmal so richtig am Guss, der vom Feuer geküsst. Genau. So, und nur dann. Und ich werde dir heute beweisen, wie gut ich grillen kann, nämlich wenn wir fertig sind. Deswegen ist die Folge hiermit beendet. Wir haben nämlich ein bisschen Hunger. Normalerweise, wir können ja heute mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Ja, das stimmt. Normalerweise essen wir vorher mal. Und da hatten wir schon viele schöne Sachen. Ach, hauptsächlich aber die nicht so guten Dinge. Das große M kam öfter vorbei. Wir waren viel beim Amerikaner. Genau. Dann hatten wir unseren chinesischen Kollegen zu Gast. Einmal. Der, das war, da hat einen schlechten Tag gehabt. Und wir danach eine schlechte Woche. Ja, aber ich habe 2 Kilo abgenommen. Schön. Ich habe übrigens letzte Woche in meiner Krankheit 4 Kilo abgenommen. Wo denn? In meinen Problemzonen. Darüber spricht man nicht, Stefan. Okay, Entschuldigung. Aber ich habe jetzt einen Gürtel, der nicht mehr passt. Ist der zu lang? Soll ich ihn dir schenken? Das wäre lieb. Also wenn bei dir, früher hat man ja dann einfach so eine Stanze genommen, wie heißt das hier, so eine Ösen... Lochzange. Und dann hat man da einfach zusätzliche reingemacht. Ja. Und dann hat mir mein Papa zum Beispiel immer ganz stolz erzählt, dass er jetzt schon 3 neue Löcher reinmachen musste. Aha. Und irgendwann guckt dann die Lasche so auf der anderen Seite, die ist dann einmal rum irgendwann. Genau. Dann ist gut, dann kannst du aufhören. So sieht's aus. Aber kannst du mir mal zeigen? Vielleicht schaffe ich das erste Loch. Also vorne so, dass das gerade so zugeht. Schnalle und Loch berühren. Auch. Genau, dass du gar nicht mal in diese erste Schnalle reinkommst, damit das irgendwo hält. Da könnte ich dann so wie Schwangere so ein Gummi nehmen und das dann so verbinden. Aha. Schwangere machen das, wenn die Hosen dann zu klein werden, weil die kriegen ja Bauch. Ach was, so. Das ist mir neu. Und dann gibt's ja den Knopf an der Hose und das Knopfloch. Mhm. Und wenn man ein Gummiband um den Knopf legt, dann durch das Loch durch und wieder um den Knopf, dann hat man quasi eine flexibel zu öffnen und dann einfach ein weites Oberteil drüber. Ich wollte gerade sagen, das stelle ich mir sehr schon sympathisch vor, wenn man so ein knappes Oberteil anhat und das dann so hoch. Knappe Oberteile sind, sage ich mal, bei H&M Mama. Apropos Knappe. Alexander Knappe hat geheiratet. Liebe, wir gratulieren an dieser Stelle. Grüße. Er hört ja auch immer. Das hat er mir erzählt. Ja, ja. Und ich war ja eigentlich geladen. Ja, aber zur Aftershow-Party? Zur Aftershow-Party. Ja, ich auch. Aber leider war ich aufgrund einer vorherigen Veranstaltung geladen und dann eben nicht mehr in der Lage, da noch hinzufahren. Ja, ich war selber bei einer Hochzeit. Mal was Neues. herzlich gratuliert. Also die Bilder, die ich gesehen habe, sahen also wunderbar aus. Ja, wir würden das nachholen. Was bei Alex zu feiern? Ja, das definitiv. Und ich habe ja gehört, es ist noch eine weitere Veranstaltung geplant. Ach so, aber das dürfen wir ja nicht verraten. Die Lausitzer Rundschau hat das geschrieben. Ach so, na, das würde ich nicht glauben. Was die schreiben. Na gut, das haben wir. Also ich muss mal ein bisschen durchgehen, dass wir auch nichts vergessen. Wir haben angesprochen, dass... Ja, ich habe hier noch das Briefing von Folge 9 und 10 liegen. Ist da eigentlich noch irgendwas offen oder? Deswegen habe ich es dir liegen lassen. Ach so. Falls du da mal draufschauen willst. Ich sollte dich auf was ansprechen. Ach so. Und zwar das Thema Spende. Wir haben von der lieben Nadine. Ne? Also mit E hinten. Von der lieben Nadine. Haben wir 50 Euro für eine private ASMR-Folge bekommen. Session. So, und sie ermahnte mich dann auch nochmal, oder uns, dass tatsächlich 30 Minuten vereinbart waren. Sag ich doch. Ja, aber warum? Also das ist wieder Stefan. Der ist da mal viel zu großzügig. Also selbst 10 Minuten... Halt, stopp. Wir hatten das 5 Minuten in der einen Folge gemacht und mussten dann wirklich abbrechen, weil es auch einfach nicht mehr ging. Halt, stopp. Also ich würde das jetzt mal dem Kevin überlassen, da mal zu sagen, was ist denn richtig gewesen? Ich brauche mal den Notfall-Kevin. Notfall-Kevin, hey Mensch, grüß dich. Er hat gerade die Augen zugemacht. Kevin, der schläft. Jetzt ist es an dir. Der Notfall-Kevin. So, wenn du dem Kevin nochmal bitte möglichst wertefrei diese Frage stellen würdest. Ich stehe schon mal auf, der Kevin, der macht das noch nicht. Okay. Aber also ich kann ja nochmal einleiten. Wir wollten setz dich doch. Geld verdienen, indem wir quasi Private ASMR-Sessions machen. Hallo Kevin. Hallo. Dieser viel zu große Kopfhörer für diesen viel zu kleinen Kopf. Ja. Schön. So, und ich war ja der Meinung, dass wir uns auf 10 Minuten geeinigt hätten. Also ich, als dein Chef, war der Meinung, wir hätten uns auf 10 Minuten geeinigt. Ja. Und der Stefan und die Nadine, also nur flüchtig Bekannte deinerseits, sind der Meinung, es waren 30 Minuten. Ja, also wenn du sagst natürlich 10, dann wären das wahrscheinlich 30 gewesen sein und du hast dann im Nachgang gemerkt, okay, 30 ist doch etwas viel, das werden wir lieber auf 10 befristen und ja.
Und du weißt ja, wie es am Ende mal heißt, abschließend entscheidet das Management. So, und das Management ist wer? Du. So. Ja. Um mal kurz hier so die Parameter festzulegen. Also Stefan, wir haben gerade drüber gesprochen, du warst ja kurz weg, es waren 10 Minuten. Ja, bleib ruhig sitzen. Okay, das ist aber nett. Hm? So. Also ich komme mal so ein bisschen angeschmust. Naja, da musst du aber ein bisschen näher kommen. Weil ist ganz so, ist es? Ach ja. Mensch, das ist ja alles Nahbesprechung. Ja, bloß gut, haben wir gerade nur Affenpocken und nicht Corona. Ja. Nee, danke, Kette. Ja, also war wundervoll, da kann man ruhig mal klatschen. Ach, das höre ich nicht. Immer wieder. So, ich muss diese eine Taste hier drücken, damit ich das auch höre. Das habe ich dir vorhin schon gesagt. Ich bin nämlich ein besonderer Kopfhörer, ich bin nämlich der Master-Kopfhörer. Oho. Master-Kopf. Das bist du nicht. Master-Kopfhörer. So, 10 Minuten waren es übrigens, aber so, die also, Nadine hat gesagt, als sie dann mitgekriegt hat, sie soll sich das 30 Minuten anhören, hat sie wahrscheinlich selber eingelenkt und gesagt, wisst ihr was, lasst doch mal gut sein, macht mit dem Geld irgendwas Schönes und vor allem was Gutes. Was Gutes und dann ist auch gut und schön. So. Ich finde, das ist ein Satz, der hat Geschichte. Ich glaube, sie hat ja dann diese Session gehört und hat sich wahrscheinlich schon übergehört. Also sie, weißt du, sie braucht das gar nicht mehr. Sie macht einfach einen Loop auf das, was ich schon gemacht habe. Ja, stimmt. Und dachte, mal gucken, was die Jungs jetzt so anstellen. Dann dachte man natürlich, okay, wir gehen heute mal in den Bioladen und kaufen Bio-Huhn. Wir haben Gäste. Ach, ich habe mich gewundert, warum das so nah ist. Ja, also über unserer Terrasse ist noch eine Terrasse und da ist gerade ein kleines Kind, was jetzt mitten in den Podcast reinredet. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, pass mal auf. Wir machen mal ein Foto. Wir sitzen gerade hier und reden. Und da oben ist das Kind weg. Ist das Kind weg? Da war gerade noch ein Kind. Oder haben wir uns jetzt eingebildet? Kind. Wo ist denn das Kind hin? Das ist aber auch wirklich heute eine sehr unstrukturierte. Da ist das Kind. Das ist übrigens Kevin. Also da oben war gerade das Kind, was Krach gemacht hat. Ja, das ist natürlich, macht natürlich keinen Spaß. Mhm. Gut, also das wird aber es war merkwürdig, oder? Also man dachte so, wo kommt denn dieses sehr laute Kindergeräusch her? Das war wirklich irritierend. Aber gut, ja, jedenfalls, du warst dabei abgestorben zu erzählen, dass wir was Gutes damit machen sollten und in den Bioladen gehen wollten. Genau, gutes Hähnchenfleisch zu kaufen, was wir gleich noch grillen werden und eine frische Bio-Wurst und Champagner, den habe ich übrigens gesponsert. Vielen Dank. Gerne. Lass das. Ja, warum? Schmeckt dir das nicht? Nee. Hä? Ich finde, Champagner betrunken sein ist ein schönes Betrunken sein, weil es ist anders als Sekt, hat Champagner eine man sagt ja mal so angeschickert. Kennst du das Wort? Mhm. Und das ist man bei Champagner nach einem Glas. Bei Sekt braucht man eine Flasche. Also ich muss sagen, ich mag Champagner mehr als Sekt. Das ist mir irgendwann mal bewusst geworden. Mhm. Klingt total eloquent. Aber Kevin hat sich auch schon einen Champagner geholt. Das siehst du? Das ist frech. So eine offene Flasche in die Küche. Ja, also wirklich. Weißt du sofort, dass hier die ganzen Schwestern da sind und sich anfangen hier Champagner einzugießen. Schwester K. So, aber ja, Bio-Fleisch, Champagner. Und dann dachte ich so, das ist vielleicht relativ unpassend, aber weil wir schon beim Thema Fleisch waren und Tiere, da ist mir was anderes eingefallen. Ich wurde nämlich angesprochen, ob wir uns nicht mal einem Thema annehmen wollen. Also wir als Fernsehsender. Es gibt nämlich eine ganz bezaubernde Dame, die ein ganz bezauberndes Netzwerk um sich rum hat, die sich um verwahrloste und obdachlose Tiere kümmert. Ich weiß nicht, sagt man das so? Also Tiere ohne Zuhause. Ja. Und wir haben ja hier kein Tierheim in unserer Gegend. Das nächste ist, glaube ich, bei Cottbus. Und es gibt diesen Tierschutzverein vermutlich. Da bin ich jetzt relativ schlecht vorbereitet. Ja, da gibt es tatsächlich einen. Mein Nachbar ist da sehr engagiert drin. Genau, und da gibt es eine Dame, die das so ein bisschen federführend leitet, würde ich jetzt mal so sagen, aufgrund der Erzählung. Und das ist halt alles ehrenamtlich. Die nehmen Tiere zu sich nach Hause auf und versorgen die. Und ich meine, das ist so dann auch nicht mal ein Tier. Das sind dann wahrscheinlich auch wirklich mehrere Tiere. Und das dann irgendwie zu vermitteln, ist auch schwierig. Die Arbeit ist schwierig. Deswegen brauchen sie auch ein bisschen Hilfe. Das werden wir demnächst mal angehen, das Thema. Und ich finde, wenn du selber Tiere hast, damit meine ich nicht mal Marianne, Spaß, da stehen auch so Tröge bei euch. Was ist das für Katzenfutter? Okay. So. Oder Großhamster. Da wohnt unser Marter in der Küche. Genau, wir haben ein zahmen Marderhund. Ach übrigens, wir müssen uns merken, wir waren jetzt beim Tierschutzverein. Bleib dran. Und ich muss ein bisschen langsamer reden, das merke ich schon wieder. Auf jeden Fall habe ich letztens eine Bewegungsmeldung von der Kamera bei uns bekommen. Alarm. Ist das die Story, die du beim letzten Mal schon erzählt hast, mit der Spinne, die dann ganz nah am Okular hochkrabbelt? So, und ich schalte die Kamera an und sehe, wie, so, stell dir so eine Strandsituation vor, eine Strandliege, und dann liegt da so ein Mensch. In dem Fall war es mein Cabrio verdeckt und ein Marder, der sich so mehr oder weniger drauf sonnte. Also, man konnte es nicht so richtig verorten, was seine Option oder seine Intention war.
Und diese Kameras haben eine Gegensprechfunktion. Und da habe ich die angemacht und habe kurz in die Kamera reingebrüllt. Und du sahst, wie dieser Marder einen Satz nach oben machte und vom Auto runterrannte unter das nächste Auto. Sich auf das Stoffverdeck gelöst hat. Genau. Vor Schreck. Und der knabbert auch immer meine Antenne an. Das und kotet an dieser Antenne. Das ist ganz merkwürdig. Ja. Da sind dann so kleine Kerne von irgendwelchen Früchten oder so. Genau, also das ist also wirklich sehr abstoßend. Ja. So viel dazu. Schmeckt übrigens nach Brombeere. Das war aber nicht dein Marder, oder? Nö. Was schmeckt nach Brombeer? Darum geht es jetzt nicht. Unser Marder war bei uns zu Hause. Ah. Der ist angeleint. Wir haben den am Handgelenk an so einem grünen Schnürsenkel. So. Und an seinem kleinen Ranzen, der hat so einen Ranzen auf. Egal. Ach so. Und heißt Jimmy? Nö. Klaus. Rodrigo. Ach so. Ah, ist der Bruder? Ja. Yep. Ach so, okay. So, auf jeden Fall zurück zum Anfang. To make a short story long, die junge Frau, die sich mit ihrem Verein da sehr einsetzt, gilt es zu unterstützen, bin ich der Meinung. Weil du weißt selber, wie teuer Katzenfutter ist, du weißt selber, wie teuer Hundefutter ist. Da stehen auch in vielen Märkten so Spenderboxen, da kann man ruhig mal was reinwerfen. Ja. Vor allem, wenn man sich bei der Gulaschsuppe vergriffen hat und es eigentlich Hundefutter ist. Und hat dann Chapeau. Genau, dann kann man das einfach mal da reinwerfen. Batzen in der Dose. Nee, Pansen. Nicht Batzen. Das ist doch aber nicht vergriffen. Ja. Naja, so, schön. Also, das kann man unterstützen. Und ich würde sagen, wir spenden diese 50 Euro von Nadine an diesen Tierschutzverein. Sehr und ich würde sagen, also ich meinerseits würde noch 50 Euro drauflegen. Okay. Das finde ich super toll. Da sind wir bei einer runden Summe, die will ich nicht kaputt machen. Genau, und der Stefan spendet auch nochmal 50 Euro drauf. Richtig. Also 150 Euro gehen an den Tierschutzverein nach hier. Ja, hier in der Region. Also wir würden uns da nochmal kümmern und natürlich genau. Auch. Und tatsächlich würden wir jetzt mal was einblenden und auch bei YouTube in die Caption schreiben und bei Instagram und Facebook wahrscheinlich auch nochmal posten. Was sonst immer viel zu viel Mühe macht, diesmal nehmen wir uns die Zeit. Genau, ihr könnt gerne auch spenden und wenn ihr was gespendet habt, das geht wahrscheinlich relativ einfach, vielleicht haben sie sogar PayPal oder sowas, wir blenden euch das mal irgendwie ein. Dann könnt ihr uns ein Foto davon schicken und dann grüßen wir euch persönlich nochmal. Schicken wir euch ein Video, wie wir euch persönlich grüßen. Ganz genau. Also euch Kevin. Und euch danken für die Spende. Entweder Martin oder ich. Wahrscheinlich aber Kevin. Genau. So werden wir das machen. Das klingt wunderbar. Also ganz herzlichen Dank, Nadine, für deine super Idee, dass du diesen Kikifax unterstützen wolltest und jetzt doch zur Seite gestellt hast und gesagt hast, lass es uns lieber dem guten Zweck zu. Und nicht unserem Hunger. Das stimmt. Das soll wahrscheinlich ein Hinweis sein, dass wir ein bisschen hinmachen sollen. Wenn der Martin Hunger hat, wird er unleidlich. Genau, wir sind da beim Essen sind wir auch abgestorben erst, oder? Ja, das stimmt. Auf jeden Fall grillen wir heute. Genau, aber Grill war ja nur angesprochen wegen Bastis Tipp der Grillmatten. Ach so. So, ich habe jetzt, Martin, du darfst entscheiden und wir gucken heute ein bisschen hinter die Kulissen. Welche Kategorie soll die nächste Kategorie sein? Und zwar habe ich hier einmal entweder Martins Medienecke oder Stefans Kategorie. Was möchtest du denn machen? Also Stefans Kategorie sieht schon wieder sehr umfänglich aus, deswegen würde ich kurz mit folgender Kategorie starten. Martins Medienecke. Spannendes aus dem Leben eines Rundfunkveranstalters. So, wir haben ja schon mal angefangen, so ein bisschen gegen Prominente zu hetzen. Das war ja auch noch offen in der Ebene. Das war noch offen von vor 17 Folgen. Oh, hör mal. Das haben wir in der 6. Folge schon besprochen gehabt. Stimmt. So, und du hattest gesagt, du hast eine lustige Geschichte zu Michael Schulte, glaube ich, war's? Ja, lustige Geschichte. Ja, es gibt eine Geschichte. Okay, dann fangen wir an. Es trug sich zu, in Riesa fand 2019, glaube ich, der Tag der Sachsen statt. Riesa? Ja, so sagen wir Riesa. Okay. Wenn du es jetzt umdrehst, sagen wir Riesa. Okay. Und da war es an mir, ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, da irgendeine riesengroße Party zu moderieren. Die Party war ursprünglich geplant. Die Michael-Schulte-Party. So ungefähr. Also es war ursprünglich geplant von einem bekannten deutschen Radiosender, eine große Mehrzweckhalle in Riesa zu mieten. MDR Jump. Wer weiß. Vielleicht war das ein Volltreffer. Vielleicht. Echt? Das merkt ihr daran, wenn wir es gepiept haben. Ach so. Jedenfalls hatten die diverse Künstler gebucht und dann gab es da aber Probleme mit der Stadt und den anderen Radiosendern und ich will gar nicht zu viel verraten. Jedenfalls hieß es am Ende, wisst ihr was, wir machen Folgendes, wir buchen die Künstler trotzdem, aber der Radiosender ist raus. Ah. So. Und jetzt hatten wir da ein Line-up, sie brauchten aber plötzlich einen Moderator, das war dann ich. Und dann hieß es kommen Stefanie Heinzmann, Michael Schulte,
Weiß. Tom Gregory. Was ist denn Weiß? Weiß ist dieses DJ-Team bestehend aus früher einem anderen DJ und dem Produzenten Vitali sowieso. Weiß kennst du doch. Nein. V-I-C-E, natürlich. Ach, Weiß. Dann sag Weiß und nicht Weiß. Weiß. Weiß schreibt man W-I-S-E. Weiß schreibt man V-I-Z-E. Ja, aber dann sprich wenigstens angloamerikanisch oder irgendwas. Feize. Weise. Weiß. 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 Weise. Aber nicht Weiß. Schwarz. Schwarz und Weiß. So weiter. Klingt wie so Rammstein-Alben. Naja, jedenfalls habe ich an diesem Tag viele oder an diesen beiden Tagen viele unglaublich sympathische Künstler kennengelernt. Mhm. Unter anderem eben, wie gesagt, Stefanie Heinzmann, mit der wir dann noch ein Video aufgenommen haben zusammen, wo es darum ging, die Leute in die Halle zu ziehen. Das ist einfach, weil das Problem war, es war ein bisschen wenig Leute da. Ach was. Weil einfach niemand von der Veranstaltung wusste. Ach so. Da ist also eine Halle vollgepackt mit Stars auf 2 Tage und niemand wusste das. So. Und bei dir schäkert der bisschen. Der Popschutz poppt ja mal gegen mich. Nun. Jedenfalls gab es dann nur nette Leute, bis auf einen. So ein It might be Elton John, aber der war ja, glaube ich, nicht da, oder? John war ein paar Jahre vorher in der Sachsen Arena. Ach was. Um den Namen der Halle jetzt mal zu nennen, aber so. Sagen wir vielleicht nur, dass es MDR Jump war, die nicht mitgemacht haben. In der Sachsen Arena. Und ja, jedenfalls, das Ende vom Lied war, dass ich als Moderator natürlich so ein bisschen umher war und dann ging das kurze Konzert von Michael Schulte dann zu Ende und es haben sich wirklich aufgrund der wenigen Zuschauer alle Künstler herzlich viel Zeit für ihre paar erschienenen Fans genommen. Okay. Bis auf einen, der wirklich die Bühne im Sturm verließ und einfach gesagt hat, nein. Irgendwie, ich bin dann hin und habe gesagt, hast du Zeit für ein paar Autogramme? Da vorne warten ein paar. Nein. Also, war wirklich unglaublich unsympathisch. Also, darf ich das? Ich erzähle hier so ein bisschen. Nö, das ja, das macht man eigentlich nicht. Da gibt's so einen Ehrenkodex, aber das kann man auch einfach mal vergessen. Aber schön, da kann ich genau einhaken. Ja, ähnliche Situation, andere Location. Wir waren neulich zu Gast und wollten ein durchaus sehr erfolgreiches Format unseres Senders produzieren. Art Pop. Was nicht zu verwechseln ist mit dem Lady Gaga Album, sondern mit der tollen Moderatorin Lena und einem sehr schönen Kulturmagazin. Die sich auch immer sehr, und das muss ich, also Lena, es soll keine Kritik sein, aber du freust dich immer sehr über deine Moderation. Ganz liebe Grüße. Nein, sie freut sich nicht über ihre Moderation, ich glaube, sie erfreut sich des Lebens. Ja, und, oder so. Sie hat so eine Lebensfreude und sie strahlt immer so. Sie sprüht wie, wirklich, also es ist irre. Es ist eine Wunderkerze. Ja, wirklich, also da fühlt man sich, egal was man tut, man fühlt sich immer schlechter, weil sie halt so gut und so schön und so fröhlich ist. Ja, naja. So, auf jeden Fall waren wir bei einer Veranstaltung. Es war geklärt, dass es dort ein Interview geben soll mit Tim B. Einem, oder sagen wir T. Benzko, das ist nicht ganz so Ja, genau, das ist, genau. So, und der kam, also war, Soundcheck war durch, wir kamen ein bisschen später. Er war noch nicht da, als wir kamen. So, und man hatte schon den Eindruck, die Location, die so 3.000, 4.000 Menschen fasst, war relativ übersichtlich gefüllt. Und es gab unseren lieben Kollegen und Kumpelchen Campion, Alexander Knappe, der hat da Support gemacht für T. Benzko und hat da auch mit den, ja, lass es vielleicht 1.000 Menschen gewesen sein, eine geile Show hingelegt, total nahbar, war im Publikum, nimmt die Leute halt irgendwie mit und es war eine total coole Stimmung. Das kann er sehr gut, muss man ihm mal sagen. Das stimmt. Also das, und man merkt halt auch, er ist wirklich einer, der irgendwie klein angefangen hat, der das irgendwie so lange aufgebaut hat und ja auch immer noch aufbaut. Also ich sag mal, bis zum A-Status ist halt ein harter Weg und da sind wahrscheinlich noch ein paar Stufen. Ja. Aber wir wünschen ihm, dass das alles noch viel größer und besser wird und wir dann irgendwann in der Mercedes-Benz Arena Backstage stehen und uns freuen, dass Knäppchen da auf der Bühne steht. Wie wir damals zusammen in Spremberg standen. Oder ja, in Riesa in unserem Fall. Genau. Liebe Grüße. Ja, also Spremberg, gut, du hast es geleakt. Ich würde noch einen Champagner nehmen, Kevin, wenn du nochmal gehst. Hm? So, Lizzie ist alle. Lilibet übrigens, von ihrem Mann Lilibet genannt. Würdest du vielleicht die Geschichte weiter erzählen? Okay, wo war ich? Nein, alles gut. Er war noch nicht da. Er war noch nicht da. Alex hat Support gemacht. Er kam dann. So, was ein bisschen blöd war, es war jetzt nicht konkret abgesprochen, wann findet das Interview statt, wie findet es statt, wo findet es statt. Und die Informationskette kam an dem Tag wohl nicht ganz bis dahin. So, dann musste ich mich mit einer sympathischen Dame unterhalten, ihrerseits Tourmanagerin. Und das sind ja die, die von Künstlern meistens den Stress weghalten wollen.
Und dann kam Lena ins Spiel, die der Meinung war, ach du, ich frag den Tim einfach direkt selbst, wann wir das Interview machen. Und ging halt hin und die Band war gerade so in dieser in diesem heiligen Moment kurz vor dem Konzert. Ah, okay, wo man so im Kreis steht und genau, sich ein bisschen auf und peitscht. Ja, und aber Lena, weißt du, die kannst du auch hinschicken, wo du willst, das funktioniert immer. Ja. Und auch in diesem Moment. Ja, in diesem Moment, er hat dann so gesagt, ja, muss man mal gucken und so, ja, danach vielleicht und so, und ja, und alles, ja. Klingt bis dahin noch sehr sympathisch. Genau, so. Dann kam diese bezaubernde Tourmanagerin wieder ins Spiel, die dann wahrscheinlich mal vor die Bühne gegangen ist und gesehen hat, ist ja auch nicht so viel los, ähnlich wie eine Riesa. Also alles, was mit R und S anfängt, schwierige Locations. Daraufhin meinte sie dann so, also wir würden kein Interview machen. Was hat denn jetzt, also für mich, ich bin ja nicht so häufig im Interview, im Interview, was? Nee, hilf mir nicht. Okay, fang doch mal von vorne an. Ich bin ja nicht so häufig in einer Interviewsituation. Ja, aha, okay. Das ist mir sofort eingefallen, wie man durch den Schnitt jetzt gerade gemerkt hat. Ist das denn abhängig von der Publikumsgröße, ob man ein Interview macht oder nicht? Naja, oder ist der Künstler manchmal schlecht drauf? Fall mir ruhig ins Wort. Bevor du anfängst, wollte ich noch fragen, oder ist der liegt es an der Stimmung des Künstlers dann? Mhm. Naja, ich glaube, es ist natürlich immer gefährlich. Wenn du eine Location hast, die nicht voll ist, nicht ausverkauft ist, könnte natürlich der Interviewer fragen, was ist denn da los? Warum läuft es denn nicht mehr so? Wie so ein schlechter Fußball-Interviewer. Genau, was aber auch völlig egal ist, weil ab einem gewissen Punkt wollen die Künstler solche Geschichten eh vorher sehen. Wäre das in dem Fall schon so ein Punkt gewesen? Ja. Dass du eine Vorabnahme brauchst? Ja, das kann schon sein. Wahrscheinlich wäre es darauf hinausgelaufen. So, und man hätte auch sagen können, okay, pass auf, wir sprechen jetzt nicht mehr die Fülle, wir sprechen über das Konzert und dass es ja trotzdem schön ist und was so die Stationen sind und welches Album gerade neu ist und welcher Song promotet werden muss, halt so die Klassiker. Und lassen das Wort trotzdem weg. Genau. So, und oder man sagt einfach, gut, Interview fällt schon mal aus. Was natürlich dann immer so sehr sympathisch ist. Und da, also, wenn jemand der Meinung ist, der ist zickig, kann ich immer noch ein bisschen zickiger werden. Und dann trug es sich zu, dass die junge Frau auch noch der Meinung war, ach so, und Aufnahmen während des Konzerts sind auch nicht erwünscht. In der Regel ist es ja so, dass man die ersten drei Songs mitfilmen darf. Okay. Was viele Menschen auch nicht verstehen, aber es ist ganz einfach, weil die Künstler natürlich ab einem gewissen Punkt auch anfangen zu schwitzen. Ja. So, und gerade Frauen, wenn die Haare hochtopiert sind, die kommen tiefer, das Make-up kann mal verlaufen und so. Und damit es nicht unschöne Aufnahmen gibt, darf man immer als Presse so die ersten drei Songs mitfilmen. Oh, das ist aber interessant. Und wahrscheinlich, ich hätte jetzt auf die Stimmung geschoben, dass man sagt, am Anfang, die Leute sind hyped von dem. Nee, Support eigentlich, das so. Ist genau, also eigentlich genau verkehrt. Normalerweise müsste man die letzten drei Songs machen, weil das ist natürlich immer. Finale. Genau. Und viel Emotion, aber da sieht der Künstler halt aus, als hätte er schon drei Konzerte gespielt wahrscheinlich. Ich glaube, dass manchen Künstlern ist das total egal, wie Bosse beispielsweise, der ja ganz offen damit umgeht, dass er schwitzt wie ein Ich würde nochmal den Notfall Kevin ziehen. Wie so eine Flasche Champagner. Und ein bisschen was zu trinken nehmen wollen. Ist ja Geburtstag. Ja, sehr gern. Ist ja auch Schnapszahl. Genau. Und in unserem Fall Champagnerzahl. Apropos Schnapszahl, du wolltest nochmal dann auf die Schnäpse zurückkommen, das will ich dich bloß dran erinnern. Und das jetzt haben wir zurück. Schon, das haben wir schon vorweggenommen, dass quasi Sommer ist und wir nicht mehr wiederkommen. Erstmal. Okay. Also darauf den zweiten Schnaps. Okay. Ich wollte, während wir das trinken. Also genießt den Sommer, macht was Schönes draus. So, Prost. Kling. Und wir werden definitiv nachher vielleicht nochmal drauf zurückkommen, wie es denn dann weitergeht nach dem Sommer. Aber darauf. Köstlich. Darauf dann später mehr. Du wolltest erstmal erzählen, eigentlich darf man die ersten drei Songs mitzählen. Prost. Eigentlich darf man die ersten drei Songs mit filmen. Genau. So, und das war dann auch nicht gewünscht. Und dann war dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, also wir sind jetzt extra angereist, haben das Format um diesen Künstler eigentlich rumgebaut, wollten quasi so ein bisschen das Konzert als Rahmen nehmen für das Format. Ihr habt auch Werbung gemacht vorher. Wir haben auch Werbung dafür gemacht sogar. Und dann war das alles nicht möglich. Und dann meinte ich dann nur so zu der Dame, als sie mir das dann untersagte, im Namen der Produktion, das mitzufilmen, dass aufgrund der sehr schlechten Fülle der Veranstaltung es vielleicht doch wünschenswert wäre, für zukünftige Konzerte und Events ein bisschen Werbung zu machen und unser Format dafür durchaus geeignet wäre. Aber wenn das nicht gewünscht ist, finden wir gern eine Alternative und haben dann mit unserem lieben Alexander Knappe ein sehr schönes Artpop-Magazin gemacht. Was, ich habe es ja gesehen, was auch mit Alex, der witzigerweise auch mit dieser Situation des nicht ganz gefüllten Amphitheaters oder wie das da heißt. Freilichtbühne. Danke sehr. Es ist kein Eis drin, sehe ich, ja. Okay. Naja. Deine Entscheidung. Macht ja nichts.
aber ich glaube, ja, ist ein guter, geht nochmal. Ich glaube, er muss telefonieren. Ach so, naja, vielleicht holt er Eis nebenbei. Also jedenfalls hat das Alex wunderbar gerettet, wie so oft. Und deswegen nochmal herzlichen Dank. Genau. Und viel zu oft erwähnt heute. T. Bensko, naja. Es ist aber so, liebe Grüße mit deinem Freund M. Schulte. Genau, also das ist so eine Nummer. Und jetzt witzigerweise kann ich ja schon mal ein bisschen, also ich glaube, wenn wir auf On Air gehen mit dem Podcast, ist es noch nicht ausgestrahlt. Wir waren dieses Wochenende bei Revolverheld auf dem Lausitzring. Dort lief es ähnlich ab, also von den Strukturen, 3 Songs und Interview vorher und maximal 10 Minuten, der Spaß, den man da so hat, aber durchaus professionell und erfolgreich. Ich kenne viele Leute, die da waren und die sagten, ich habe dir auch ein Bild von dir geschickt. Ja, ach so, stimmt. Worauf das, du nicht geantwortet hast. Ja, ach so, das passiert mir sonst aber, nie. Das stimmt. Aber es hieß, die wären unglaublich, auf der Bühne zumindest, unglaublich sympathisch gewesen. Das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie es hinter der Bühne Backstage und so war. Und was ich eigentlich noch vorschicken will, ist, du hattest viel davon erzählt, dass eigentlich im ersten Moment, als Lena versucht hat, ranzukommen an T. Er das so ein bisschen nett auf später vertagt hat und der Rest eigentlich übers Management ging. Und dass ich glaube, wir tun vielleicht zumindest T. Unrecht, dass es gar nicht von ihm ausging, oder? Ja, absolut. Ich meine, also, ich weiß auch nicht, ob er zu dem Zeitpunkt schon mal irgendwie gesehen hat, was da los ist und wie viele Menschen da sind. Vielleicht hat jemand gesagt, naja, es ist schlecht verkauft oder so, dass dann auch die Laune im Keller war. Aber am Ende entscheiden das dann andere Menschen auch. Das ist halt so. Das stimmt, aber ich finde, auch für die Künstler ist es so ein Ding. Weil, wie gesagt, ich hatte vorhin erwähnt, dass wir mit Stefanie Heinzmann damals ein Video gemacht haben. Und das war übrigens eine unglaublich creepy Situation, weil das Problem war, ich war als, also kurz um die Story erstmal abzuschließen, es war halt auch sehr, sehr wenig Leute waren da. Und die haben dann natürlich das Konzert in vollem Umfang gespielt für eine, ich würde mal sagen, nicht mal Fünftel gefüllte Halle. Und die hat da total Ballett gemacht und hat die Leute rangenommen und so. Und ich finde, das ist genau der richtige Umgang damit, das zu adressieren und zu sagen, okay, wir sind jetzt wenig und wir machen uns jetzt den geilsten Abend da draus. Ja. Und das ist der richtige Weg, damit umzugehen und eben nicht zu sagen, hier, ich schmoll jetzt. Weil es bringt niemandem was. Du versaust den paar Leuten, die da sind, trotzdem noch den Abend. Und du selber spielst ja trotzdem. Aber wir hatten dieses Thema mit unserem Team. Als wir dann quasi am Samstag nach dem Revolverheld-Konzert nach Hause gefahren sind, kamen wir irgendwie drauf. Und es ist halt so eine Sache, also die Jungs von Revolverheld haben auch eine super Show gemacht und wirkten trotzdem am Anfang beim Interview und so auch ein bisschen angespannt und so ein bisschen ja gestresst und so. Am Ende ist es ja auch immer Marketing. Also alle müssen Platten verkaufen oder halt Streams generieren. Alle müssen Konzertkarten verkaufen. Keiner weiß das so gut wie ich. Genau. Ja, ja, wie schwer das ist, noch drei Plays mehr zu kriegen. So, und aber am Ende ist es auch so, ich glaube schon, dass ab einem gewissen Punkt, und ich würde jetzt behaupten, ab Top-10-Platzierung, also wer schon mal Top-10 in Deutschland war, der hat dann auch so ein großes Management. Und am Ende ist es immer so, die Aufgabe des Managements ist es ja, und auch des Tourmanagements vor Ort, es dem Künstler so gut gehen zu lassen, wie nur möglich. Sodass er quasi sich nicht darüber aufregen muss, dass jetzt nur 10 statt 20 Hundewelpen im Backstage sind oder nur 5 Flaschen Champagner statt 10. Oder die Temperatur 3 Grad zu kalt. Ja, so. Spaß. Ich glaube, ganz so das dramatisch würde, ist es nicht. Das würde nie jemand irgendwo verlangen. Nein. Um Gottes Willen. So, aber jeder ist darauf bedacht, dass es dem Künstler gut geht. Ja. So, das Management in der Vorplanung beim Schreiben des viel zu opulenten Riders für den Künstler, so 20 Räume. Das interessiert meistens tatsächlich die Künstler auch nicht. Das hatten wir ja schon mal. Also die großen Künstler sind da in der Regel relativ entspannt. So, und dann hast du aber dann auch noch den Tourmanager vor Ort, der natürlich denkt, oh Gott, wenn das jetzt nicht eingehalten ist und der dann auch noch vor Ort richtig Ballett macht. Und ich glaube, wenn du das so ein paar Jahre so mitmachst, fängst du irgendwann an, deine Wahrnehmung, also ich glaube, die verfälscht sich. Ich glaube, du bist dann so an dem Punkt, wenn dann wirklich auf dem Obstteller keine Litschis sind, dass man dann sagt, das ist, also, dann geht das jetzt auch nicht. Dann muss ich jetzt auch einfach mal fahren. So, weißt du? Und ich glaube, das ist dann einfach nicht mal irgendwie überheblich oder überzogen. Das ist einfach so eine gewisse Normalität. Also genauso wie für uns, dass jetzt hier ein Wasser steht. Was übrigens unglaublich nach Schrank schmeckt. Ja, und Leitungswasser ist. Das ist halt so, irgendwann wird es halt so Normalität und denkst so, auch jetzt mal so ein Fosswässerchen, wo die Flasche 8 € kostet. Ja. Wäre schon mal jetzt langsam an der Zeit. Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass es... Aber ich habe schon gehört bei einem Podcast, den ich gerne höre, was, glaube ich, Baywatch Berlin war. Und die haben gesagt, dass die haben ja auch unglaublich in der Sendung Late Night Berlin
mit Klaas Häufer Umlauf haben die ja immer Gäste, also wirklich von, also wirklich das ist die A-Promis der ganzen Welt. Und die haben gesagt, da gibt's wirklich vorher, kommen da eben solche Artist-Manager oder wie auch immer und sagen, okay, also hier muss für Dwayne The Rock Johnson, muss hier Luftfeuchtigkeit, aber ungelogen, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und tam, 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 tam. Und der Weg vom Auto bis zur Kabine oder wie ist es, Garderobe, darf nicht länger sein als und so weiter und so fort. Und dann kommt Dwayne The Rock Johnson und ihm ist das alles völlig egal. Ja. So, also das meine ich vorhin mit, dass das Management da ein tierische, die Latte unglaublich hochlegt und der Künstler selber ist dann am wenigsten davon betroffen. Das Kevin geht schon wieder, läuft schon wieder rum und aber, ist jetzt über den Stuhl gestolpert. Aber dann soll also, Kevin bitte auch mal Eis holen inzwischen. Also wirklich. Ich habe dir gesagt, er macht das nicht. Nee, aber Kevin kann jetzt bitte nochmal Eis für den Martin holen und für mich in Wasser, was nicht so nach Schrank schmeckt. Das ist ja wie. Hä? Kostet doch mal bitte. Das schmeckt nach Korken vielleicht. Dann kostet doch mal bitte von meinem Wasser. Es ist jetzt Affenpockenzeit. Ich koste doch nicht von deinem Wasser. So. Können wir für seine Majestät vielleicht noch ein neues Wasser kriegen? Das sagt er mit der Queen-Tasse. Ja, ich bin Her Majesty, du bist nur Eure Majestät. Aber Kevin hat sich wieder hingesetzt, also ich glaube, du solltest das Wasser ruhig weiter trinken. Okay, wenn du mir das wieder zurückschieben würdest. Ich komme nicht ran. Echt so weit weg für mich. Also, warte, ich wurde. Die Queen schiebt dir dein Wasser zurück. Das ist jetzt also besonders witzig für alle, die uns hören. Ich habe es mit der Queen-Tasse rübergeschoben. Das ist aber heute eine lustige Sendung, die schon wieder fast 50 Minuten lang ist. Und wir wollten eigentlich nur eine Stunde machen, aber wir werden mal sehen. Es ist ja bald Sommerpause, wir ziehen heute durch. Richtig. Wir machen jetzt den Sommer zu. Die Themen machen wir dicht. Mich würde aber wir waren noch kurz, waren wir durch? Also ich glaube, was ich noch sagen wollte, ein Punkt. Ich glaube, wenn du als Künstler auch zu schnell zu viel Erfolg hast und dann eben, sage ich mal, aus einer Position wie wir mit Schrankwasser startest und dann kommt plötzlich jemand und sagt, du trinkst nur noch Fiji-Wasser. Was leider wirklich gut schmeckt. Also ich bin kein Wassertrinker, wirklich gar nicht. Aber es ist so samtig, oder? Das ist leider wirklich ein Unterschied. Und das, ja egal. Naja. Also wir machen keine Werbung für überteuerte CO2-gefüllte Wasser. Da ist kein CO2 drin. Nee, aber das kommt ja angeblich wirklich von da. Ja, wirklich. Und jetzt meine ich den CO2-Fußabdruck. Ich weiß, dass das stimmt. Achso, der. Also. Es ist kein CO2 in dem Wasser. Wir wollen jetzt nicht hier Fidschi shame. Also ihr könnt uns weiter sponsern, das ist völlig, völlig in Ordnung. Wir füllen das auch weiter in diese hässlichen Gläser, damit es nicht so auffällt. In meinem war wirklich Leitungswasser, das schmeckt ja nach. Egal. Aus dem Schrank. Also es kommt ja indirekt aus dem Schrank. Du wolltest gerade deine Kategorie zumachen. Genau, und ich wollte noch sagen, dass, glaube ich, wenn der Erfolg zu schnell kommt und man eben dann plötzlich 20 Hundewelpen bei jedem Konzert im Backstage hat, ich glaube, da kann man schon auch so ein bisschen, ich würde es mal sagen, durchklatschen. Und dann halt, also weißt du, wie ich meine? So, da fliegt dann so eine Sicherung, man denkt so, ich kann jetzt alles haben. So, und wenn jetzt hier auch nur noch 500 Leute bei dem Konzert sind, was der Künstler nicht selber organisiert hat, sondern ein Veranstalter, eine Agentur, wo er auch nur eingekauft war und dann sind da halt wenig Gäste, weil der Veranstalter vielleicht auch da nicht alles richtig gemacht hat, dann mache ich jetzt auch mal kein Interview. Dann ist das halt so. Und ich glaube, das ist dann so eine Kettenreaktion. Aber ich finde es eigentlich wichtig, am Ende. Weißt du, wir machen auch nur unseren Job. Wir haben nichts davon, dass wir T. Bensko vor der Kamera haben. Gut, ein paar Klicks, ein paar Zuschauer mehr vielleicht. Aber am Ende wollen wir auch zeigen, was der Tolles macht. Und ich weiß, was du meinst. Und ich finde, es macht die Künstler. Es sollte für beide Seiten eine Win-Win-Situation sein. Ich habe da unten Probleme. Das Gute ist, dass wir wirklich hochwertige Mikrofone gekauft haben. Ansonsten wäre das jetzt so ein schönes Bob gewesen, als Martin bei dem ersten Win von der Win-Win-Situation. Es ist halt eine Schnapszahlfolge. Das muss man ehrlich sagen. Kevin, du könntest, guck mal, da unten steht der Schnaps, du könntest nochmal nachschenken. Ach du lieber Gott. Das würde ich bitte vermeiden. Also, weil es soll ja noch vielleicht 10 Minuten. Stefan, stell jetzt bitte ein Glas und Kevin würde kurz nachschenken. Wir essen ja dann noch was. Kevin. Also, wir essen ja dann auch was. Dann sitzt der da im Hintergrund und schüttelt den Kopf. Das geht überhaupt nicht. Ja. Und bitte von hinten. Also, wir sind ja hier auch im Fernsehen, wir machen ja. Hast du gewusst, übrigens, bitte was? Was heißt denn viel? Die waren voll. Vier. Er fragte nach, warum 4 Gläser? Na, 1 zur Begrüßung und 1 zum Abschied. Und jetzt, Also, es ist. Ein Zwischner. Sehr gut. Kevin, möchtest du vielleicht, guck mal, hier habe ich noch nicht dran genuppelt, da möchtest du mal einnehmen. An diesem Mal. Du meinst, es ist Schnapszahl heute. Ich will nur eins festhalten. Wir haben 4 Gläser voll gemacht. 4 sind leer. Und du zeigst auf ein leeres Glas und sagst, da hast du noch nicht dran genuppelt.
natürlich. So, ganz Kevin, vielen Dank für deine Unterstützung. Genau, Kevin, es war dass ein bisschen, du auch vor Ort warst. Ein bisschen zu selten. Wie hieß das hier? Notfall, Kevin. Danke. Das schmeckt ja gar nicht. Das ist übrigens unser Lieblings-YouTube, wie heißt das? TikTok. Meme. Ist ja, ein Meme, oder? TikTok. Ach so. Unser TikTok. Wenn man 40 ist, sagt man das nicht mehr. dann sagt man Facebook dazu. Genau. Das ist unser Lieblings-Facebook-Reel. Da muss sogar der Kevin lachen. Okay, ich lasse das mal, also da der eine nur noch lacht und der andere nur noch hustet. Jetzt machen wir gleich hier nächste Kategorie. Ich huste in den Trailer rein. Stefans Kategorie. Was Stefan schon immer mal sagen wollte und oder schon öfter gesagt hat, auf jeden Fall aber noch häufiger sagen werden wird. Ich habe so einen Hunger. Ich habe so einen Hunger. Und trotzdem ist jetzt Stefans Kategorie und mit Stefans Kategorie, wenn du... Oh, das dauert jetzt wieder wirklich sehr lange. Da habe ich zwei Themen. Ach, also toll, nur zwei. Ich würde eine Sache, würde ich ganz kurz abhandeln, die eigentlich in Martins Medienecke gehört hätte. Ach, und das war der Prozess Johnny Depp und Amber Heard. Der hat sich aber zwischenzeitlich erledigt. Also haben gewonnen. Ja, Team Johnny hat gewonnen. Aber auch das ist sehr kritisch beäugt. Das stimmt, aber ich muss sagen, ich fand es unglaublich witzig. Ich hatte ja mal... I stepped on a bee. My dog stepped on a bee. Ja, genau, das wollte ich ansprechen. Okay. Wir hatten ja irgendwann mal, weißt du noch, vor vier Folgen, als ich ansprach... Du hast dein Getränk noch nicht getrunken. Das stimmt. Weißt du noch, vor vier Folgen, als ich mach ansprach... Mach kurz, wir würden kurz alle warten. Okay, und weiter. Ganz köstlich, das schmeckt wie diese rosane Fanta, muss ich ehrlich sagen. Ist da Alkohol drin? Es gibt rosane Fanta. Gab's mal. Nein. Also für alle Zuhörer, natürlich ist da kein Alkohol drin. Jetzt kam gerade Batman zu Gast. Batman. Wurde zu Recht gecancelt. Also jedenfalls habe ich vor fünf Folgen mal gesagt, irgendwie ist es so ein Opfershaming, weil wahrscheinlich ist Amber Heard wirklich so ein bisschen was zugestoßen. Und das war ja auch das, was die Richter entschieden haben. Beide Seiten kriegen irgendwie ein bisschen Kohle. Letztendlich konnte aber nicht nachgewiesen werden. Na, sie geht total leer aus. Ein bisschen kriegt sie doch. Sie ist... Hä? Ja, also ja. Es ist tatsächlich in zweiter Richterspruch ergangen, in dem es hieß, dass nicht nachgewiesen werden konnte, dass sie, ich krieg's nicht mehr zusammen. Also sie muss 3 Millionen weniger zahlen. So ungefähr. Aber irgendjemand hat ausgerechnet, dass sie pleite ist. Ja. Dass es nicht reicht, um ihn komplett auszuzahlen. Ja. Und jetzt wäre natürlich ein cooler Move von ihm zu sagen, pass auf, behalte dein Geld. Aber lass mich in Ruhe und sag öffentlich. Genau, und Also ich glaube, es gehen zwei Leute als große Gewinner hervor. Einmal er. Die Anwälte. Und dann seine Anwältin Camille Vasquez, die so ein bisschen die, wie würde man sagen, Meghan Markle der ganzen Verhandlung das, war. Das war wirklich filmreif, oder? Ja, zum einen eine unglaublich attraktive und eloquente und wortgewandte Frau. Und zum anderen hat sie ihr halt, und sie hat... Du hast gemerkt, dass sie unglaublich von ihren Anwälten gecoacht war. Also sie hat immer Themenbereiche umschifft und gerade bei dem Thema der Spenden, die sie machen wollte an das eine Krankenhaus, glaube ich, in London und dann noch irgendwas. Ja, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Also, ne, sie hat immer gesagt, sie hat die verpfändet. Also sie hat die Beträge hat sie dem, ich glaube, gut geschrieben oder irgendwie so, also pledged. War es im Englischen. Ich habe es natürlich nur auf Englisch geschaut. Ich gucke mir das immer nur im Originalfassung an. Sie hat immer davon gesprochen, dass sie das geplätscht hat, was eigentlich so wie verpfändet oder gut geschrieben war. Und sie hat immer gesagt, no, misheard. Ich nutze diese Worte nicht synonym. Also für mich ist bezahlen und verpfänden was anderes. Haben Sie das bezahlt? Und sie sagte, ich habe das gut geschrieben. Ja, das war nicht meine Frage. Also das war schon unglaublich hervorgestochen. Also wer das ich noch glaube nicht mitbekommen auch, dass, hat, das wird irgendwann verfilmt, dieses Thema. Das kann ich mir vorstellen. Das war ein unglaublicher Rosenkrieg. Und ich möchte gerne in diesem Film die Biene spielen. Ich würde gerne den Typen von dem Klatschblatt spielen. Da gab es einen Typen von einem Klatschblatt, was glaube ich TMC oder Tag so heißt. Tag 24. So ungefähr. Und das halt in England wahrscheinlich. Und die haben, da haben sie einen Mitarbeiter in den Zeugenstand gerufen und haben gesagt, stimmte das denn, dass wirklich da jemand zu Ihnen kam und gesagt hat, veröffentlichen Sie jetzt bitte diese Story? Und war das alles so richtig? Und er hat sich ein bisschen
zugunsten von Johnny Depp ausgesprochen. Und da hat die Anwältin, die aus irgendeinem Grund unglaublich bieder wirkte, von Amber Heard, also diese so eine kleine, eingeschüchterte Anwältin mit knielangem Faltenrock, die hat dann gesagt, ja, sie sind doch bloß hier, weil das ihre 15 Minuten rum sind. Und deswegen kommen sie doch nur hierher, weil sie wissen ja, dass das öffentlich ausgestrahlt wird. Und das Maybe. Ist überall. She also stepped on a bee. So, pass auf. Und dann sagte er, nee, eigentlich ist ihm das total egal. Eigentlich kriegt er Probleme mit seinem Klatschblatt, wenn er jetzt hier aussagt, weil so. Aber da sie Amber Heard vertritt, vielleicht sind das auch ihre 30 Minuten rum, die sie jetzt hier gerade. Oh, oder ging auf ein Raunen durch die Menge. Oh, also es war unglaublich interessant. Und dann kommen wir jetzt mal zu My Dog Stepped on a Bee. Das hatte ich also, vor da, Folge. Klär mich auf. Also ich habe das. Ich sehe jede Woche irgendwie nur 20 Memes, wo My Dog Stepped on a Bee. I stood in the garden and pee. Without my glasses, I cannot see. Ja, was ist das? Es ist so lustig. Also pass auf, es ging um Folgendes. Amber Heard und Johnny Depp waren auf dem Coachella oder sowas. Mhm. Und hatten dort. Das Festival in Kalifornien irgendwo. Ja. So. By Los Angeles. So. Und da gab es so einen typischen Trailerpark, also einen Wohnwagenkomplex. Und da wurde sich dann hingesetzt und so ums Lagerfeuer gesessen. Mhm. Und Amber Heard saß irgendwie Arm in Arm. Danger, there's a bee. So. Be careful, there's a bee. Meine Oma hat immer gesagt, nicht schlagen, pusten. Ja, eigentlich ist es auch völlig egal. Sie ist weg. Die Biene ist auch inzwischen da drüben. Nee, sie ist an der Kamera. Und jetzt an, Kevin. On the camera, there's a bee. Okay. Merkst du auch langsam den Champagner? Ja, absolut. Ich freue mich, dass es dann noch was zu essen gibt. Also jedenfalls hat Amber Heard in den Armen einer anderen... Aber wir reden über eine Biene und da kommt eine Biene angeflogen. Das ist schon ein bisschen creepy, oder? Ich glaube, das ist eine Wespe. Also, ist eine Biene... Ist eine Biene nicht eine Wespenart? Oder eine Wespe eine Bienenart? Amber Heard saß im Arm einer anderen Dame. Okay. Und sie erzählte es so, dass Johnny Depp daraufhin völlig ausgeflippt ist. Weil sie hatte Johnny Depp. Im Sinne des Flusses der Geschichte bitte ich dich, sowas in Zukunft zu unterlassen. Okay, ich mache mich kurz aus, warte. Also, Amber Heard hat erzählt, dass Johnny Depp, der ziemlich eifersüchtig war und aufgrund der Tatsache, dass ihre vorherige Beziehung auch mit einer Frau war, war er auch auf alle Frauen eifersüchtig. Und sie lag nun im Arm einer, du kannst dich ruhig wieder anmachen. Nimm mich an, jetzt bitte. Ja, witzig. So, jetzt müssen Sie, liebe Damen und Herren da draußen, wissen, dass vor Martin ein roter Knopf leuchtet, der zeigt, wann er an ist und wann nicht. Ja, beziehungsweise, so. Also wenn ich den jetzt zurück... So, und dann musst du wieder so... Du musst mich wieder an. Genau. Aha, das macht Sinn. Jedenfalls. Die Bienengeschichte. War Johnny Depp eifersüchtig, weil sie in den Armen einer anderen Frau lag und dann ging es zusammen in den Wohnwagen und dann wurde sie angeblich da tierisch vermöbelt. Von wem? Von der Biene? Nein, von Johnny Depp. So. Und am nächsten Tag kam sie da total mit geschwollenem Gesicht und sowas raus. Mhm. Und jetzt ist es wohl an dem Vortag passiert, dass ihr Hund in eine Biene getreten ist. Und jetzt haben die angeblich die anderen Teilnehmer an diesem Lagerfeuer da gedacht, dass sie deswegen so schlecht drauf ist, weil ihr Hund in eine Biene getreten ist. Mhm. So. Und das, diese Nebensächlichkeiten hat sie halt alle mit aufgezählt. Und weswegen auch die liebe Camille Vasquez so unglaublich bekannt geworden ist, dass sie ständig Einspruch erhoben hat. Sie hat halt ständig gesagt, irrelevant oder Hörensagen oder wie das nicht alles heißt. Du hast da mir ist gerade eine Biene ins Auge geflogen. Wir sollten aufhören, über Bienen zu reden. In your eye, there's a bee. Okay, also um die Sache abzuschließen, ich hatte mir hier tatsächlich, das möchte ich dir nochmal zeigen, damit es nicht... Ich hatte ein bisschen Angst aufgrund deiner Vorbereitung. Damit es nicht umsonst war, ich habe hier von der neuen Züricher Zeitung 1, 2, 3, 4 und dann kommen noch weitere, wie verlief der bisher... Fünf also, Seiten gesammeltes Halbwissen. Ja, gesammeltes Halbwissen und das alles, obwohl ich in meiner Freizeit den Law and Crime Channel auf YouTube verfolgt habe. Mhm. Es war sau interessant und ein riesiger Rosenkrieg und jetzt wurde Johnny Depp noch vorgeworfen, er hätte die Sache nicht ernst genommen, weil er zur Urteilsverkündung bereits in England war und dort ein Konzert gespielt hat mit seiner Band. Und jetzt kommst du und sagst mir den Namen der Band von Johnny Depp. Queen 2. Naja, okay. Also ich sag mal, vor dem... The Beast.
The Steppy Bees. Ambus Bees. Also das Problem war wichtig eigentlich... Wichtig ist, schreib mir mal nachher auf, wie man genau pronouncen würde. Das Problem war, es gab ein Hashtag, der... Zu Hause tanzen. Justice for Johnny Depp hieß. Ach so. Und der ist viel, viel größer gewesen als der Hashtag irgendwie Amber Heard ist die super... Was hat denn Amber gehört? Eieiei. So, wir sollten ein kurzer Einblick, meine Damen und Herren, in das Leben. Ich habe ja erst gesagt, nach einem Glas Champagner ist man so ein bisschen angeschickert. Ja, jetzt ist die Frage, ob wenn wir unsere Gläser einfach wieder in die Mitte stellen. Ja, ob dann jemand kommt und die nachfüllt. Ob denn, also da bin ich mal gespannt. Sind wir jetzt der Trinker-Podcast? Nee, wir haben eigentlich nur eine Schnapszahl. Und deswegen trinken wir eigentlich die ganze Zeit. Deswegen trinken wir eigentlich die ganze Zeit diese rosane. Aber es sind nur zwei, waren das nicht mal drei Gläser? Du meinst, wenn wir jetzt das noch hinstellen, wo ist das eigentlich hin? Wo ist das hin? Es gibt clevere Leute, die nehmen ihr Glas mit, damit das nicht mehr nachgefüllt werden kann. Okay, dann nehme ich das wieder weg. So. Genau. Das wäre ja quatschi. Quatschi. So, okay, also... Soviel zum Thema Amber Heard. Ach, guck mal, es gibt auch Leute, die bringen ihr eigenes Glas mit zur Veranstaltung. Ich glaube, ich habe jetzt 10 Minuten über ein Thema geredet mit der Einleitung, darüber brauchen wir ja nicht mehr zu reden. Okay, schön. So, hast du noch? Wir haben noch ein zweites Thema, das ist ja ganz wundervoll. Und ein drittes. Nein. Der Tortenanschlag auf die Mona Lisa. Naja. Habt ihr davon gehört? Das ist schon eine Weile her. Schade um die Torte. Also, auf Folge 11, Schnapszahl und die Freundschaft. Und die Freundschaft. Das ist ja übrigens mein Trick, um Leute zum Trinken zu animieren. Also natürlich nicht. Du redest lange und lässt dann stehen. Hallo, wir haben schon wieder Gäste. Ach guck mal, jetzt muss ich nochmal wieder... Bleib mal kurz da. Ja. Ihr müsst stehen bleiben. Das glaubt uns keiner. Wir haben nämlich, über unserer Terrasse ist noch eine Terrasse und genau. Da sind Gäste. Stefan, jetzt musst du hochschwenken. Da sind Gäste. Und da muss man auch mal winken. Ja, so, also... So, liebe Grüße, ihr seid jetzt im Podcast. Das sind übrigens die VIP-Gäste. Die haben, ich glaube, 12.000 Euro waren das? 13.000? Ja. 12.000. Haben die bezahlt was. Für die VIP-Gäste? Wollten wir eigentlich haben und 12 haben wir... Ja, du, man muss ja auch mal einfach ein bisschen nachgeben. So, also, Folgendes ist passiert. Tortenanschlag auf die Mona Lisa. Ja. Und da war ich begeistert. Apropos, ich habe Hunger. Jemand hat eine Sahnetorte auf die Mona Lisa geworfen. Du wolltest austrinken. Aber keine Sorge, es war nicht die echte, es war nur das Gemälde. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Aber dann geht's ja. Also, keine Sorge, guten Appetit. So, nächstes Thema. Folgendes ist passiert. Ein vermeintlich geistig verwirrter Mann. Ach Stefan, das hat jeder bei Bild.de gelesen. Es ist unglaublich, unglaublich super. Also wir machen jetzt kurz eine Umfrage. Wer hat das schon alles gelesen? Schreibt bei Bild.de. Schreibt es in die unten Kommis. Schreibt es in die Kommentare in der Premiere, dann blenden wir das jetzt weg. Also, folgendermaßen. Er kam da an. Ihr könnt jetzt vorspulen, wir schreiben euch jetzt den Timecode unten hin, wohin ihr vorspulen könnt, bis die Geschichte vorbei ist. Also, da gab es jemanden, der hat eine Behinderung vorgetäuscht, damit er in einen Rollstuhl gesetzt wurde. Aha. Und dann wurde er mit dem Rollstuhl, und das wird wohl im Louvre so gehandhabt, bis etwas näher an die Gemälde gefahren, als die Leute, die halt zu Fuß unterwegs sind. Ach was. Und eben keine Behinderung haben. Und dann hat er ein Stück Sahnetorte, und jetzt fand ich, da hab ich mich kaputt gelacht, welches er bis zur Mona Lisa vor den Wachen versteckt hielt. Also so ein Stückchen Sahnetorte versteckt zu halten, ist auch schwierig, oder? Genau das finde ich nämlich auch. So, und hat es dann auf die Mona Lisa geworfen, mit irgendwie den Worten, ich habe mir hinten noch der Original Wortlaut war, ein zuvor verdeckt gehaltenes Gebäckstück. Fand ich, deswegen lese ich eigentlich gerne Bild. Also es ist ein vermeintlich, wie habe ich geschrieben, verwirrter Mann. Mhm. Er ist jetzt in Untersuchungshaft und wie gesagt, es war nicht die echte Mona Lisa. Er hat ja nicht mal auf das Gemälde geschmissen, sondern auf eine Plexiglaswand, die davor ist. Das Gemälde ist natürlich hinter Plexiglas. Also wirklich. Und dann sieht man überall das Bild. Also wenn man das, also dann ein bisschen besser vorbereiten. Weißt du, der kriegt ein Stück Torte reingeschmuggelt unter seinem Körper. Nein. Ein zuvor verdeckt gehaltenes Gebäckstück. Mit hohem Sahneanteil schmuggelt er in seinem Körper irgendwo unversehrt rein. So, mit und Perücke. Und schafft es dann nicht, ein Gemälde zu treffen, sondern schießt auf die Plexiglaswand. Oh. Und schreit dabei irgendwas wie, kümmert euch lieber um unser Klima. Oder sowas hat er geschrien. Aber
Das ist doch klimaschädlich, Torte auf Plexiglas zu schmeißen. Und man sieht vor allem überall, weil keiner rechtzeitig ein Bild gemacht hat, sieht man nur einen putzenden Wärter. Die ganze Zeit. Das Problem ist, jetzt entsorg doch mal Sahne getränktes Plexiglas. Ja. Wie willst du das entsorgen? Das ist ja eigentlich schon Restmüll. Richtig. Und viel schlimmer als Kunststoff. Naja. Also, ich sage mal so, ich mag keine Torte, weil ich laktoseintolerant bin. Das ist aber, glaube ich, auch besser so. Wobei, das rückt dich jetzt, glaube ich, in den Fokus der Pariser Behörden, weil ich glaube auch nicht, dass dieser Mann Torten mochte. Ach so. Also, ich esse sie gern mit Hilfsmitteln. Zum Beispiel Gabeln. Genau. Und Enzymspaltern. Ach so. Dann geht auch mal Sahnetorte. Das nennt man doch übrigens, fand ich, also da wieder einen gewissen Servicecharakter ausstrahlen. Ja, absolut. So wie ich erfahren habe, ist ja das, diese Enzymspalter ist ja Laktat. Also die laktoseintolerant sind. Brauchen Laktat, weil sie zu wenig selber produzieren. Genau. Und man kann ja auch nicht alles machen. Und in laktosefreier Milch ist dieses Laktat einfach schon drin. Genau. Also die total ist nicht laktosefrei, einfach. Sondern die ist einfach. Man kann also das auch einfach mal reinmachen, die Chemie. In die Produkte. Nett. So. Eine Sache habe ich noch. Ich habe ja hier meine zwei Blätter. Hast du noch was? Sonst würde ich jetzt mal mit meiner Lieblingszeitung weitermachen. Sammelleidenschaft hatten wir. Mhm. Ja, mal durchgehen. Und zwar, Martin, blätter ich ja gern mal in Illustrierten. Und meine Lieblingsillustrierte ist die moderne Hausfrau. Ich dachte, die Wendy. Nein, ich würde das jetzt mal hier ins Bild zeigen. So, die moderne Hausfrau. Mhm. Jetzt fragt sich natürlich jeder, neu, was ist denn das? Das ist ja ein Katalog. Ja, das ist ein Katalog. Und ich empfehle jedem, diesen Katalog gratis anzufordern, ohne Werbung machen zu wollen. Ich habe mir hier mal so 2-3 Blättchen reingemacht. Da gibt es alles. Das ist wahrscheinlich genau mein Katalog. Ja, in der modernen Hausfrau, ich habe jetzt mal eine beliebige Seite aufgeblättert, ja, gibt es alles. Mhm. Und hier, und das Schöne ist, also Autor bei der modernen Hausfrau möchtest du sein. Denn zum Beispiel, ich zeige dir mal hier das Bild. Das sind ja. So ein paar Kugeln, die im Garten liegen. Relativ groß, du liebes Kugeln. Genau. Und die sind total silbern. Und da steht jetzt folgende Überschrift. Kreative lieben dieses Kugellager. Was? Pass auf. Und der Text und drunter. Ob Rasen, Vorgarten oder Balkon, mit diesen Kugeln gelingen ihnen immer optische Volltreffer. Jede einzelne dieser Kugeln ist aus verchromtem und poliertem Edelstahl gefertigt und damit absolut wasserfest. So. Also das nur als eignet erster, sich nicht nur für den Garten. Richtig. So, das als erster Einblick, warum ich das so mag. So, nächste Seite. Ich würde dir mal zeigen, worum es geht. Shoppt da deine Schwiegermama? So, wir hatten in einer Folge vor allzu geraumer Zeit diese Popelinentiere, die man in den Garten stellen kann. So. Oder ins Wohnzimmer. Und jetzt möchte ich mal auf diesen Frosch hinweisen. Ja. Mhm. So, mal für alle zu. Der ist ganz schön giftig grün. Fröhlich frecher Froschbesuch. Steht drüber. Das ist wie wenn Kevin zu Besuch kommt. Und jetzt, in Anführungsstrichen, Ludwig verbreitet gute Laune und hat für jeden ein Lächeln übrig. Er ist die perfekte Ergänzung für ihren Garten. Wetterfester Kunststoff und Metall. Könnten wir noch kurz die andere Seite, ich habe gerade gesehen, eine Katze, die Vögel liebt. Stimmt. Eine Katze, die Vögel liebt. Diese freundliche Katze mag alle Vögel in ihrem Garten. Hier machen Piepmätze gerne eine Pause und genehmigen sich einen Schluck Wasser. Wenn du mir kurz die Zeitung geben möchtest, ich möchte gerne noch meine Ruhe drin ein bisschen schmökern. Die gebe ich dir gleich. Daneben sind die Tiere, die so ganz gruselig aus ihren Augen leuchten. Ah. Ja. Oder wie hier geschrieben wird, da werden sie Augen machen. Ah. So. Ich hab, schön. Ich wie noch, die moderne Hausfrau. Die moderne Hausfrau. Ich habe noch ein, zwei Sachen. Zum Beispiel, mein lieber Schwan. Lass mich raten, es geht bestimmt um einen Adler. Das sind 3 Schwäne für den Garten. Also super. So, oder Schmutz weg mit Stiel. Das ist diese moderne Hausfrau, die im Dederon-Mantel dasteht. Da muss sich Mutti nicht mehr bücken. Genau. Dank des langen Stiels an Schaufel und Kehrbesen. Wie die Profis bequem im Stehen kehren statt niederknien. Ich kehre ja auch gerne stehen. Oh Gott, wir sollten aufhören, Stefan. Statt niederknien. Es wird nicht besser. So, also. Aber wir hatten ja noch gesagt, es darf sich noch jeder eine Frage für den anderen ausdenken. Ach was. Mhm. Ja, und dann habe ich noch, hier übrigens, das wollte ich nur zeigen. Das sind tatsächlich diese Erdmännchen, die man dann ab und zu geschenkt bekommt. Mhm. So, oder wie es hier drin steht. Hat dir deine Schwiegermama auch die Zeitung geschenkt? Nee, das hat sie nicht. Die habe ich mir selber bestellt. Ach, super.
So kommt ihr Teich ganz groß raus. Mit einer Gans. Gut, es wird jetzt auch nicht besser. Die also, würde ich dir überlassen. Danke. Ist das mein Sommergeschenk? Das ist dein Sommergeschenk zusätzlich zur Tasse. Die moderne Hausfrau. Martin. Eine Frage noch an dich. Ach so, ja, na klar. Was machst du diesen Sommer? Ich bin in diesem Sommer tatsächlich gut unterwegs. Es geht jetzt die Hochzeitssaison los. Also es ist überall jedes Wochenende Hochzeit, Hochzeit, Hochzeit. Dann sind die großen Open-Air-Feste, hier in Senftenberg zum Beispiel eins. Und ich bin also sehr gespannt. Ich bin umher. Bist du im Urlaub? Ganz viel auflegen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ach so. Also ich werde Urlaub machen, mal so eine Woche, aber dann bleibe ich zu Hause. Weil ich persönlich finde, dass im Sommer wegfliegen Quatsch ist. Das stimmt. Also ich fliege lieber im Oktober oder so weg. Mhm. Weil dann wird es hier wieder kacke. Und dann nochmal so sich den Sommer zurückzuholen, das finde ich cool. Und deine Frage an mich? Martin, wie war eigentlich deine letzte Beziehung? Das ist eine total logische Frage. Ja. Da würde ich jetzt einfach mal den Notfall-Kevin ziehen. Der Notfall-Kevin. Guckt gerade ganz, ganz überrascht. Das kann ja jeder machen, wann er möchte. Oh mein Gott. Mensch, Kevin, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Hallo Stefan. Hi Kevin, grüß dich. Mensch, du hast jetzt was ganz anderes an als vorhin noch. Mhm, es wird langsam frisch. Stell doch mal noch dein Glas in die Mitte, da kann der Martin vielleicht noch mal nachschenken. Nachdem er sich nochmal neu abgepudert hat. Wir sind ja hier der Podcast mit Hintergrundinformationen. Also, bitte. Richtig, habe ich jetzt verstanden. So, guck mal, hier haben wir noch ein drittes Glas. Achso, du hast ja schon eins. So. Gut. Den Leuten mal, dass wir nicht natürlich schön sind. Ja, so sieht das so dann übrigens immer vorher aus. Der Martin hat es, glaube ich, auch in seiner Story gepostet. Ja, also, Kevin, grüß dich. Hallo. Du darfst jetzt folgende Frage beantworten, natürlich okay. in meinem Sinne. Das ist ganz wichtig. Wie war denn deine letzte Beziehung so? Gut. Im Großen und Ganzen gut. Nur, ja, also, warum geht die Beziehung zu Ende? Weil es nicht mehr passt am Ende. Also, keine Ahnung. Von deiner Seite aus, oder? Ja, von meiner Seite. Also, ja. Ich habe relativ viel zu tun in meinem Job. Ja, das kriegen wir mit. Jetzt sind wir wieder schuld. Das war ja klar, dass wir wieder schuld sind. Wirklich. Vorsichtig, bitte. Und es hat einfach nicht mehr gepasst am die Ende. Wahrheit, so. Also, die Wahrheit. Ja, das ist die Wahrheit. Ja. Du sollst einfach... Warte, ich komme mal rum. Ich muss dann auch sagen, Kevin ist kein einfacher Typ. Ja, es hätte wahrscheinlich nicht lange gedauert, bis ich verlassen worden wäre, aber ja, ich war dann wohl etwas schneller. Mit der Verlässlichkeit. Mit der Verlässlichkeit. Martin, ja. Auf dich. Auf die Beziehung. Nee, wir müssen schon anstoßen. Okay. So, wir müssen schon anstoßen. Vor allem, warte kurz, bevor du trinkst. Auf alle Zuseher und Zuhörer. Wir sehen uns wahrscheinlich, also anders, wir hören uns wahrscheinlich wieder. Ob wir uns wieder sehen, werden wir mal noch überlegen, denn wir überlegen tatsächlich zurzeit, ob wir es vielleicht als auditives Medium fortführen oder nur als visuelles oder beides, na mal sehen. Ja. Ihr könnt ja mal so ein paar Nachrichten schreiben, was ihr davon haltet, wie wir es weiterführen und ob wir es weiterführen. Und dann gucken wir einfach. Wir müssen noch Danke sagen. Ehrlich? Na mal an Lena zum Beispiel, da kann man auch mal klatschen. Für diese tolle das stimmt. Trailer-Einsprecherei. Es klatscht noch jemand anders im Hintergrund. Das ist alles sehr merkwürdig. An den Rico für den guten Ton. Danke. Danke. An den Kevin dafür, dass er mal so unangenehme Fragen beantworten muss. Und an dich, Stefan, dass du relativ spät und auch oft zu spät gekommen bist und dann doch aber da warst. Bitte. Und an dich, Martin, natürlich auch. Bitte. Ich finde es so allgemein. So, liebe Zuhörer und Zuseherinnen, das war Folge 11 und damit die erste Staffel. Damit die Staffel reine Nervensache. Wir bedanken uns fürs Zugucken, für viele anregende Fragen und liebe Bilder und Smitmachen. Liebe Bilder? Bilder? Was sind denn liebe Bilder? Na, Bilder, wo man lieb drauf guckt. Ach so. Zum Beispiel, wenn man Zen fotografiert. Mhm. Ach so, ich darf ja nicht trinken. Also, wir sagen tschüss. Tschüss. Tschüss, ciao. Und ade. Ade, ade. Da gibt's ein Lied von Santiano, spielen wir jetzt ein und dann werden wir... Was? Rausgeschmissen bei allen Portalen. Wirklich. Also jetzt Santiano, ade, ade und wir sagen tschüss.
Ach so, haben wir Kevin Danke gesagt? Armer, oder? Ja. Ich glaube ja. Ja, Kevin, tschüss. Fürs unbeantwortete Fragen annehmen. Nee, was unangenehme Fragen beantworten. So. Ich hatte, glaube ich, ein bisschen. Schönen Sommer. Gleichfalls. Bis bald. Und ihr werdet Stefan vermissen. Und mich ein kleines bisschen mehr. Nee, und Martin ein bisschen mehr. Ach so, machen wir nochmal. Ihr werdet Stefan ein bisschen vermissen. Und mich ein kleines bisschen mehr. Und Martin noch viel mehr. Reine Nervensache. Der Podcast. Eine Produktion von Seenluft 24 Fernsehen. In Zusammenarbeit mit Alex Pitchens. Moderation Stefan Thomas und Martin Hanschek. Bild- und Postproduktion Kevin Klose. Tonmischung Enrico Zibulka. AKM Recordings. Sprecherin ich.